Ja, hallihallo, schön seid ihr wieder da. Der Blumenmann hat wieder Sachen bereitgelegt. Eine alte Orchideenpflanze. Um die geht es eigentlich heute. Und zwar sage ich, werfen Sie diese Orchideenpflanze nicht weg. Entweder du wartest lange, 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 bis sie wieder aufblüht, oder du verarbeitest sie in eine Blumenkreation, einen Blumenstrauß. Das ist heute das Ziel, dass ich diese wunderschöne Orchideenpflanze, die ich nicht mehr brauchen kann und die ich vor kurzem in eine Kreation reingearbeitet habe, jetzt auch noch verarbeite. Ich nehme jetzt hier einmal die Erde von dieser von den Orchideenwurzeln weg, damit ich die auch schön in den Blumenstrauß integrieren kann. Wenn du sehen möchtest, wo ich die Blüten dieser Orchideenpflanze reingearbeitet habe, dann schau einfach am Schluss von diesem Video, habe ich dir das Video mit den Orchideenblüten eingeblendet. Ja, ich mache hier einen exklusiven Blumenstrauß und da sieht man dann auch wunderschön diese Wurzeln von der Orchidee in diesem Strauß. Dann habe ich als Gerüstmaterial habe ich da dieses Euphorbia-Holz, das ist jetzt schon ein wenig eingetrocknet. Da können wir so ein schönes queres Element nehmen. Dann habe ich ein paar Frühlingszweige. Ich habe zwei Nelken, eine harmonische Hypericum-Beeren und passend noch die Orangen-Calla-Blüten. Im Frühling kann man natürlich das aufstrebende Element wunderbar unterstreichen mit ein paar Frühlingszweigen. Jetzt da hier der Hartriegel, gibt es auch in Rot, ist ein Strauch, sehr unscheinbar im Sommer, Herbst und im Frühling, Winter ist er sehr dominant mit seiner wunderschönen Farbe. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Sorten, einige röter, andere etwas matter von der Farbe her. Etwas gelber, etwas hellgelber verzweigt oder weniger verzweigt. Dann, um einen schönen Blumenstrauß zu machen, braucht es auch immer Grünmaterial. Ich verwende für diese Variante eher weniger als mehr Material, weil wir ja da so einen formallinearen Strauß machen und dann noch die Orchideenpflanze reinnehmen, braucht es da nicht wirklich viel Material. Dann haben wir hier, ich glaube, am Anfang nehme ich da die Orchideenpflanze rein. Die Orchideenpflanze. Und das sieht doch toll aus, wenn man da schaut, wenn da die Wurzeln noch so wunderschön integriert sind in diese Kreation. Mir gefällt es jedenfalls. Ich hoffe, dich inspiriert es auch. Dann nehmen wir hier auf der anderen Seite das Anthuriumblatt, das gibt auch schön Fläche. Und damit die Wurzel dann wirklich auch gut hält und die Pflanze, nehmen wir hier noch diese Aspidistria-Blatt rein. Das war nicht von perfekter Qualität für, ich sag mal, zu einer Rose oder so zu stecken. Und darum habe ich gedacht, machen wir doch das hier rein. Dann haben wir die Nelken. Die passen auch wunderbar harmonisch zu dieser Kreation mit der alten Orchideenpflanze, den Callablüten und dem Hypericum. Auch eine Variante, wenn du plötzlich merkst, oh, ich habe nicht so viel Grünmaterial zur Verfügung, kannst du sowas kreieren und das geht auch prima fix. Als Abschluss nehme ich da zwei Galaxblätter. Nehme ich da noch so einen Eukalyptuszweig rein und fertig. Ist dieser Blumenstrauß schon geworden? Schnell und einfach eine alte Orchideenpflanze, die nicht mehr blüht, in einen Blumenstrauß integrieren. Was jetzt noch kommt, ist natürlich eines der wichtigsten
Sachen, und zwar die Blumen mit einem scharfen, guten Messer anschneiden. Wenn du noch kein solches Messer besitzt, blende ich dir unten noch einen Link ein, wo du ein solches gutes Schweizer Blumenrüstmesser kaufen kannst. Und so werden dann deine Blumen auch noch glücklicher sein, wenn du die Blumen mit einem solchen Messer anschneidest. Was ich wichtig finde, ist die Orchidee. Die Pflanze, die kann anschließend wieder aus dem Blumenstrauß rausgenommen werden und wieder eingepflanzt werden. Und so hat dann auch die beschenkte Person noch eine Erinnerung an diesen Blumenstrauß. Und das macht doch umso mehr Freude. Natürlich ist es wichtig, noch die passende Vase zu haben. Und da habe ich jetzt so eine ganz schlichte, schöne Vase bereit. Und ja, habe den Blumenstrauß so eingestellt. So, da steht er nun, dieser Kalla-Blumenstrauß mit der alten, verblühten Orchideenpflanze. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Unten kommen zwei Videos. Eines mit den Blüten von dieser Orchideenpflanze. Ein anderes, wo extra für dich ausgewählt ist. Oben schau mal auf meine Website, so was alles so Frühlingshaftes aktuell ist. Und da kommt noch das Abo. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Und dann sage ich Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis bald wieder.